Das Wort hat Ministerpräsident Bouffier. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eine interessante, eine spannende Debatte. Ich will mich ausdrücklich bedanken, sowohl bei der Kollegin Wolff, aber auch eben und eigentlich bei allen, aber in unterschiedlicher Weise. Meine Damen und Herren, wir haben das große Glück, dass in diesem Land Millionen Menschen sich geradezu vorbildlich um diese Gemeinschaft bemühen, dass sie respektvoll miteinander umgehen, dass ihnen nicht egal ist, was mit dem Nächsten geschieht. Und das ist großartig. Und das ist die Grundlage für eine gedeihliche und erfolgreiche Zivilgesellschaft, meine Damen und Herren. Aber es gibt bedenkliche Fehlentwicklungen. Und diese Fehlentwicklungen, und darüber können wir doch nicht ernsthaft streiten, die müssen uns doch beschäftigen. Ich habe bei den sehr unterschiedlichen Beiträgen niemanden gehört, der die Auffassung vertreten hätte, dass es diese bedenklichen Fehlentwicklungen nicht gibt. Das reicht quer durch die ganze Gesellschaft. Und jetzt ist doch die spannende Frage, was tun wir? Beklagen wir das und lehnen uns anschließend wieder zurück? In der Gewissheit ist gut, dass wir einmal darüber gesprochen haben. Wenn wir es schauen, mangelndes Miteinander zwischen Menschen, jung und alt, im Verkehr, im Sport, zwischen Menschen, die hierher gekommen sind aus aller Herren Länder, und denen, die vorzugsweise für sich in Anspruch nehmen, sie seien die ganz besonderen Deutschen. Und nicht zuletzt ein Blick in die Abgründe der sozialen Netzwerke muss doch jeden, der hier sitzt, mit der Frage beschäftigen, nehmen wir das einfach nur hin oder tun wir etwas dagegen? Meine Damen und Herren, das, was sich nicht zuletzt in diesem Bereich an Ausgrenzung, an Hass, an Gewaltbereitschaft zeigt, das darf uns nicht egal sein, das muss uns aufrütteln, und es ist geradezu eine Aufgabe einer Regierung, sich um so etwas zu kümmern. Und genau das ist der Grund, warum wir das machen. Und ich greife gerne auf, was Kollege Hahn gesagt hat. Sie haben unter anderem am Schluss aufgerufen, wir bitten Sie, holen Sie uns ins Boot. Gerne, ausdrücklich und gerne, gerne die Fraktionen dieses Hauses. Es ist doch kein Closed Job, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Zunächst einmal ist es Aufgabe einer Regierung zu handeln, dafür möglichst breite Unterstützung zu finden. Gerne. Also, ich mache das Angebot ausdrücklich und weiß dies zu schätzen. Und wir haben genauso diese Kampagne angesetzt. Es geht nicht um die Schlagzeile des Tages. Es kann auch nicht darum gehen, sich zu berühmen, sondern das ist eine Daueraufgabe. Und jetzt, meine Damen und Herren, wie gehen wir denn das an? So wie wir das angegangen sind, waren wir uns darüber im Klaren, wir können dies nur in eine gesellschaftliche Breite bringen, wenn wir Partnerinnen und Partner für diese Aufgabe finden. Und da sind Sie herzlich gerne eingeladen. Und, Frau Kollegin Faeser, vielleicht erlauben Sie mir mal diese kleine Seitenbemerkung. Ihr Landesvorsitzender Kollege Schäfer-Gümbel hat, wenn ich es richtig gelesen habe, auf dem Landesparteitag der SPD die SPD als die Partei der Fröhlichkeit bezeichnet. Gute Laune. Die gute Laune. Meine Damen und Herren, ich war etwas erstaunt. Aber der Kollege Rudolph hat mein Weltbild wieder zurechtgerückt heute Morgen, meine Damen und Herren. Das muss man schon sagen. Ich frage mich allen Ernstes, ein solches Maß an Aggressivität hier im Vortrag, ein solches Maß an Kleinstkaro, also das muss man schon einmal bringen. Was hat denn die Frage politischer Grundsatzentscheidungen
auch streitiger Entscheidungen damit zu tun, ob wir es denn schafften, bei so einem Thema mal das Gemeinsame in den Vordergrund zu rücken. Meine Damen und Herren, wir werden nicht alle Themen politisch in gleicher Weise entscheiden. Das ist auch nicht unser Auftrag. Aber es wäre doch gut, und der Kollege Frömmrich hat es auf den Punkt gebracht, warum schaffen Sie es denn nicht, bei einem solchen Thema mal der Versuchung zu widerstehen, alles, was Sie schon immer mal sagen wollten und an dieser Regierung kritisieren, loszulassen. Sie haben das Thema verfehlt, und ich fürchte, Sie haben nicht verstanden, worum es eigentlich geht, meine Damen und Herren. Und Sie unterliegen ganz offenkundig einem ziemlich zentralen Missverständnis. Sie haben gegeißelt eine ganze Reihe politischer Entscheidungen, teilweise 10 Jahre rückwärts. Schauen Sie, auch Sie müssten doch sich Gedanken machen darüber, wie kann das eigentlich sein? Wie kann das eigentlich sein, dass Sie in einer Schule 12-Jährige sich gegenseitig nicht nur Hassmails schreiben, sondern sich in unerträglicher Weise benehmen, erniedrigen, bedrohen. Ja? Und wenn Sie jetzt noch die Größe hätten, wenigstens 2 Minuten zuzuhören, dann würden Sie verstehen, worum es uns geht. Es genügt nicht, hier Reden zu halten. Es genügt auch nicht, am Sonntag darüber zu sprechen. Ich freue mich über Ihren Beitrag und über Ihren Beifall. Sie können gleich noch einmal klatschen. Wir sind auch nicht die einzige Landesregierung, die sich diesem Thema widmet. NRW, das könnten wir auch so machen. Wir könnten 3 große Anzeigen aufgeben, einen Tag des Respekts. Das machen wir nicht, sondern wir wollen es bewusst breit anlegen. Und jetzt komme ich zu meinem Thema zurück. Glauben Sie im Ernst, die 12-Jährigen, von denen ich gesprochen habe, ließen sich beeindrucken durch das, was wir hier machen? Die nehmen es überhaupt nicht wahr. Und jetzt ist es Aufgabe einer Regierung, und genau das unterscheidet uns von anderen, dass wir die Chancen, die wir haben, nutzen. Deshalb ist diese Kampagne eine Kampagne, bei der auch alle Ressorts besonders gefordert sind. Und wir haben die Chance, über das Kultusministerium und über die Schulen auf junge Menschen zuzugehen. Das machen wir nicht mit irgendeiner Regierungsbroschüre, sondern das machen wir z.B. als Teil dieses Konzepts mit dem Projekt Respekt Digital. Wer ist dort unser Partner? Der Partner bzw. die Partnerinnen ist die Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, also genau die Einrichtung, die sich nicht nur von Gesetzes wegen, sondern auch wegen besonderer Kenntnisse und Fähigkeiten genau darum kümmert. Und wenn wir dann anbieten, mit dieser Institution, dass Schulen ein mehrtägiges Coaching bekommen, dass Schulen dort ein Seminar bekommen, dass 12-Jährige mit Experten sozusagen aus diesem Bereich Medienkompetenz erfahren, damit eben sie verstehen, nicht alles, was dort möglich ist, ist klug. Und wenn junge Mädchen sozusagen zum Freiwild gemacht werden, dass sie teilweise Suizidabsichten haben, dann genügt es nicht, wenn wir hier darüber sprechen, sondern dann finde ich einen klugen Ansatz, wenn wir z.B. mit der Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien und mit den Schulen eine solche Aktion machen. Gestern sind die ersten 5 Schulen in dieses Projekt eingetreten. Das ist keine Einzelaktion. Das wird uns noch vielfach beschäftigen. Und ich kann Sie nur bitten, machen Sie darauf aufmerksam. Das sind keine Wunder, aber es sind konkrete Maßnahmen. Und je früher wir junge Menschen erreichen, umso besser. Nicht nur beklagen, handeln. Darum muss es gehen, meine Damen und Herren. Kollege Hahn hat
wie viele von uns wahrscheinlich auch, die Erfahrungen aus dem Straßenverkehr berichtet. Ich will mal hinzufügen, Verhalten in der S-Bahn und in einer ganz besonders schlimmen Weise. Es kann es doch nicht egal sein, wenn Fußballspiele sind, dass regelmäßig ganze Regionen sozusagen in Schutt und Asche gelegt werden. Herr Ministerpräsident, ich darf auf die Redezeit der Fraktion hinweisen. Spannende Frage. Was können wir tun? Was ist denn falsch daran, dass die Verkehrsverbünde, dass die Verkehrswacht, das ADAC, dass die alle mitmachen und dass das Wirtschafts- und Verkehrsministerium hier in besonderer Weise sich engagiert? Ich nehme nur einmal die beiden. Ich habe das Kultusministerium genommen, ich habe das Verkehrsministerium genommen. Meine Damen und Herren, das kriegen Sie nur hin in einem Lande, wenn es irgendwo gebündelt wird. Und genau das ist es, was wir uns als Regierung vorgenommen haben. Und das ist kein Closed Job, da können alle mitmachen. Aber ich will ausdrücklich herzlichen Dank sagen für die, die bei dieser Aktion schon heute mitmachen. Das dient unserem Land, meine Damen und Herren. Ich will ein drittes Beispiel nennen. Frau Kollegin Wolff, auch andere haben das angesprochen. Man braucht Vorbilder. Vorbilder muss man auch sehen können. Deshalb hat diese Kampagne auch sich vorgenommen, Menschen des Respekts besonders auszuzeichnen. Also Menschen, die unsere Hochachtung verdienen und die auch Vorbilder sein können. Genauso wie Orte des Respekts. Das ist sehr unterschiedlich. Und dann, wenn wir über Respekt reden und wenn wir über die Vielfalt dieser Aufgaben reden, meine Damen und Herren, nehmen Sie doch bitte zur Kenntnis die 800.000 oder was Sie da angemerkt haben. Das ist ein Rahmen, aber noch lange nicht ausgegeben. Ich könnte Ihnen jetzt einmal vorlesen, was wir alles machen. Ich will Ihnen nur einmal einen Beitrag sagen, zum Beispiel zur Integration. Da sind auch eine Menge Mittel drin. Am kommenden Samstag, ich lade Sie herzlich gerne ein, findet ein Projekt statt, das es so noch nie gegeben hat. Stichwort Sozialministerium, Innenministerium. Am kommenden Samstag wird in der Erstaufnahmeeinrichtung in Rothenburg an der Fulda zum ersten Mal eine sportliche Begegnung stattfinden mit dem Behindertenverband. Sie wissen, wir haben zum Beispiel dieses Programm Sportflüchtlinge, Sportcoaches in unserem Aktionsprogramm schon etabliert. Und wenn jetzt Flüchtlinge und Behinderte gemeinsam dort ein Sportturnier machen, dann braucht es eine Hilfestellung, dann braucht es einen Rahmen, den geben wir. Aber es braucht vor allen Dingen Menschen, die sich dort engagieren. Und ich wäre dankbar, wenn jemand von Ihnen Zeit und Lust hätte, dazuzukommen. Denn es wäre nicht ein Respekt gegenüber dem Ministerpräsidenten oder was auch immer. Aber die, die das dort machen, die würden sich sehr darüber freuen, wenn sie einmal ein Dankeschön bekommen und wenn sie die öffentliche Aufmerksamkeit und, wenn sie so wollen, wenn sie den Respekt für ihre Arbeit bekommen. Nicht nur Sonntagsreden, praktisch handeln, meine Damen und Herren. Und zum Schluss, man könnte vieles dazu vortragen. Herr Rudolph hat in seiner unnachahmlichen Art ja alles aufgezählt, was ihm nicht gefällt. Ja. Dann haben Sie sich auch gefragt, warum Rhein-Main-Presse und wieso denn die, lieber Rudolph, zum Mitschreiben. Wir haben alle eingeladen, alle. Deshalb sind wir dankbar, dass FFH Medienpartner ist. Deshalb sind wir dankbar, dass der HR Medienpartner ist. Deshalb sind wir dankbar, dass nicht nur, aber besonders die Rhein-Main-Presse Medienpartner ist, weil wir doch wissen, dass dieses Anliegen transportiert werden muss. Und ich will es ausdrücklich mal sagen, da gibt es auch keinen Closed Job. Da sind wir offen und dankbar für jeden, der mitmacht. Und wenn Sie zum Beispiel hier am Sitz der Landeshauptstadt gelegentlich den Wiesbadener Kurier oder so lesen und der Wiesbadener Kurier sich das zum Thema macht und seine Leserinnen und Leser auffordert, bitte nennen Sie uns Menschen, die Sie kennen, von denen Sie glauben, dass sie beispielhaft für unsere Gemeinschaft arbeiten
und die wir gerne einmal auszeichnen möchten, meine Damen und Herren, dann ist das genau das, was wir brauchen. Wir brauchen keine Regierungsaktion, mit Verlaub auch keine Parlamentsaktion. Das können wir gemeinsam machen. Wir brauchen einen breiten gesellschaftlichen Diskurs und nach Möglichkeit auch einen Konsens über das, wie in diesem Land auch bei unterschiedlicher Meinung wir diese Gesellschaft beieinander halten. Und da ist jeder herzlich willkommen, der da mitmacht, meine Damen und Herren. Wenn Sie beklagen, politische Entscheidungen, die nicht Ihrer Auffassung entsprechen, so dürfen Sie das nicht mit mangelndem Respekt verwechseln. Das, was eine Regierung umsetzt, entspricht dem Ergebnis von Wahlen und dem politischen Wunsch der sie tragenden Fraktionen. Das ist unsere Aufgabe. Das muss Ihnen nicht gefallen. Wie wir miteinander umzugehen haben, besteht darin, dass ich auch die Position durchaus respektiere, die nicht meine ist. Respektieren bedeutet aber nicht akzeptieren. Und wenn eine Opposition nicht glücklich darüber ist, dass sie keine Mehrheit hat, so kann ich das verstehen, ich war lange genug in der Opposition. Aber dass Sie doch bitte schön einmal respektieren, dass eine Regierung ihre Arbeit auf der Grundlage ihres Programms und ihres Wählerauftrages umsetzt, das ist nicht mangelnder Respekt gegenüber der jeweiligen Opposition, das ist ihre Pflicht. So haben wir gehandelt, und so werden wir auch in Zukunft handeln, meine Damen und Herren. Deshalb machen Sie mit. Werfen Sie einfach einmal Ihr Herz über die Hürde. Es wäre doch schön, wenn wir es schaffen würden, viele Menschen zu erreichen, jenseits der politischen und sonstigen Farben. Und wir uns gemeinsam versammeln könnten und sagen, es geht nicht um eine Publicity-Aktion der jeweiligen Landesregierung, sondern es geht im Kern darum, dass nur wenn wir respektvoll miteinander umgehen, dieses Land liebenswert bleibt, dieses Land lebenswert bleibt und dieses Land zukunftsfähig bleibt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Schäfer-Gümbel, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben in der Tat allen Anlass, über Respekt in der Gesellschaft, in Arbeitsbeziehungen, in Parlamenten, in der Arbeit, in dem Verhältnis auch zwischen Regierung und Parlament zu diskutieren. Und viele der Beispiele, die genannt wurden, unter anderem von Frau Wolff, sind gute Beispiele dafür, wo Respekt gelebt wird. Und gleichzeitig sind in der Debatte viele Beispiele dafür genannt worden, wo Respekt infrage gestellt wird, wo die Frage des respektvollen Umgangs miteinander keine Rolle spielt und wo wir allen Anlass darüber haben, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch im analogen Leben über Respekt und Umgang miteinander zu reden. Und dieser Teil ist völlig unstrittig. Der entscheidende Punkt für uns war aber, dass die Frage einer solchen Kampagne und der Frage, wie man das intoniert, natürlich immer auch vor dem Hintergrund gesehen werden muss, wie man sich ansonsten verhält. In Johannes 2, 1-6 heißt es, nicht an den Worten, sondern an den Taten sollt ihr sie erkennen. Und Günter Rudolph hat versucht, sehr zugespitzt, an einigen Beispielen darauf hinzuweisen, dass die Benennung einer solchen Kampagne zumindest hinterfragt werden muss angesichts anderer Entscheidungen, die getroffen wurden. Und die Frage beispielsweise, Herr Ministerpräsident, wie man mit den Landesbediensteten in den vergangenen Jahren umgegangen ist, übrigens in völliger Umkehr
der Wahlversprechen von Union und Bündnis 90 die Grünen vor der Wahl muss, wenn wir über Taten reden, ganz ausdrücklich zum Gegenstand werden, weil auch das gehört zur Frage des respektvollen Umgangs. Ich formuliere das völlig unscharf, weil es schlicht und einfach um die Frage geht, wie wir ernsthaft miteinander umgehen. Und der Teil, der uns wirklich erbost, ist diese Kampagne, und Günter Rudolph hat es gesagt, und Sie haben dazu kein Wort gesagt, dass Sie eine Kampagne auflegen im Volumen von 800.000 €, von denen nur 150.000 € für operative Projekte sind. Das sind Ihre Angaben. 150.000. Kommen Sie doch gleich nach vorne, erklären Sie es. Ich sage Ihnen Ihre Angaben: 150.000 € im Rahmen der Kampagne für operative Projekte und 650.000 € für PR. Wenn Sie die Kampagne umdrehen würden und 650.000 € im Rahmen der Kampagne in Projekte stecken würden und Sie 150.000 für die PR nehmen, dann hätten Sie sofort unsere Zustimmung hier im Haus. Ich sage das auch vor dem Hintergrund, Sie haben ein paar wichtige Beispiele angesprochen. Ja, wir streiten in diesem Haus seit Jahren über die Frage, was ist eigentlich der Beitrag des Landes zur Schulsozialarbeit? Was ist das beste Präventionsprojekt gegen solche Formen von Diskriminierung und auch Stalking und all den anderen Diskriminierungsformen an Schulen ist? Aber da ist nichts bei Ihnen. Da ist nichts bei Ihnen. Oder aber auch das Projekt Schule ohne Rassismus. Da ist das Land Hessen inzwischen beigetreten. Aber als einziges Bundesland kein finanzieller und personeller Beitrag zu dieser Aktion. Als einziges Bundesland. Und das ist der Punkt, den man dann aufrufen muss, wenn Sie sich hier dafür feiern, dass wir über Respekt reden. Dafür haben wir allen Anlass. Aber ich will, dass auch die Konsequenzen daraus gemacht werden. Und damit komme ich zur letzten Bemerkung. Gemeinsam. Hätten Sie haben können. Aber Sie wollten es doch gar nicht. Sie wollten es doch gar nicht. Ihnen war doch bei der Frage dieser Kampagne wieder wichtig, dass Sie alle möglichen außerhalb haben, dass Sie das von der Regierung aus organisieren. Die Frage, ob etwas gemeinsam geht oder nicht, das entscheiden immer Sie und sonst niemand. Die Angebote, die wir beispielsweise in der Frage der Flüchtlingspakete gemacht haben, die haben im ersten Teil gut funktioniert, im zweiten haben sie gar nicht mehr funktioniert. Das hat viel auch mit Ihrer Fraktion zu tun gehabt. Bei der Frage des Flughafens haben wir Ihnen im letzten Jahr klare Kooperation angeboten. Ist trotz Ihrer Zusage an Ihrer Fraktion gescheitert, dass es nicht zur Zusammenarbeit gekommen ist. Bei der Frage des Bildungsgipfels haben sich unendlich viele engagiert, mit allen möglichen, gehabt, hochkonstruktive Gespräche mit dem AKM und dem Minister. Am Ende haben Sie auf dem JU-Landestag erklärt, öffentlich, was mit Ihnen geht und was nicht geht. Die Frage, was gemeinsam in diesem Land geht, entscheidet sich immer an der Frage, was will Volker Bouffier. Und darunter werden wir uns niemals unterordnen. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Wilken für DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, es hat doch niemand von uns hier behauptet, dass die Projekte, die Sie dort anschieben, sinnvoll sind und notwendig sind, weil Sie, wie Sie zu Recht festgestellt haben, niemand von uns diese Probleme leugnet, um die wir uns kümmern müssen. Ich kann aber nicht gleichzeitig von Ihnen hier hören, wie groß die Problemlage z.B. bei Kindern und Jugendlichen ist, und gleichzeitig zur Kenntnis nehmen, dass Sie es sind, die den Kirchen die Unterstützung verweigert, eine Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche, die von Gewalt betroffen sind, zu finanzieren. Und, Herr Ministerpräsident, ich kann dem nicht unwidersprochen zuhören, wenn Sie den Menschen,
die sich tagtäglich und nicht nur in einer mehrtägigen Veranstaltung, sondern tagtäglich mit diesen Kindern und Jugendlichen arbeiten, eine ordentliche Bezahlung und angemessene Arbeitszeiten verweigern. Das passt nicht zusammen. Eine zweite kurze Bemerkung. Bei Herrn Frömmrich hatte sich das noch so angehört, dass wir selbstverständlich in diesem Parlament unterschiedliche Auffassungen haben und die streitig miteinander austragen. Bei Ihnen, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, hört sich das dann so an. Ich werde abgemeiert, weil ich nicht verstanden hätte, worum es geht. Ich wiederhole mich, Arroganz und Respekt sind wechselseitig ausgrenzende Haltungen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Boddenberg für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Schäfer-Gümbel, ich gebe zu, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich erwartet hatte, es war ein Trugschluss offenkundig, dass Sie es anders machen als Herr Kollege Rudolph. Der Ministerpräsident hat, wie ich finde, völlig zu Recht gesagt, dass die Frage, die wir hier thematisieren wollen, und zwar gemeinsam thematisieren wollen, eine Frage ist, die sich mit gesellschaftlichen Fehlentwicklungen befasst. Und Kollege Hahn, ob es früher besser oder schlimmer war, weiß ich nicht. Ich glaube, wir alle sind ja, das ist ja erst einmal erfreulich an dieser Debatte, der Meinung, dass es viele Fehlentwicklungen gibt. Ich hätte schon erwartet, Herr Schäfer-Gümbel, dass Sie das nicht verwechseln mit einer politisch notwendigen Auseinandersetzung und dem Respekt vor einer parlamentarischen Demokratie und dieser Auseinandersetzung, wie es Herr Rudolph versucht hat. Ich nehme das Beispiel mit den Beschäftigten heraus. Ja, wir haben dort unterschiedliche Auffassungen, aber nicht, was den Respekt gegenüber den Beschäftigten anbelangt, sondern wir haben unterschiedliche Auffassungen, wie wir dieses Land in eine Zukunft führen und mit Respekt vor folgenden Generationen so aufstellen, dass die Fehlentwicklungen und Entscheidungen, politische Fehlentwicklungen, von denen wir sagen, dass es die gibt, nicht alleine ausbaden müssen, und zwar diejenigen, für die wir auch Politik machen, nämlich die Kinder und Jugendlichen, die morgen diese Welt und diese Last zu tragen. Ich will sagen, der Ministerpräsident hat völlig zu Recht das Verhalten von Kindern angesprochen. Ja, wir müssen über Schule reden. Aber ich finde, wir müssen uns zunächst einmal, und auch das ist vorgekommen in der Rede des Ministerpräsidenten, mit den Erwachsenen unterhalten oder über die Erwachsenen unterhalten und über die Vorbildfunktion vieler Erwachsener in der Politik, in Sport, in Kirche, in Verbänden, in Gewerkschaften, in Parteien, wo auch immer unterhalten. Und dort gebe ich zu, das treibt mich sogar seit Jahren um. Wenn ich mit meinen Kindern über Fußball rede, die sind jetzt alle so um die 20, dann ist das Wort der jährlichen Vergütung der Fußballer deutlich mehr Inhalt unserer Gespräche als deren sportliche Leistung. Ich hatte gestern Abend, ich weiß nicht, wann Sie nach Hause gekommen sind, kurz noch beim Seppen Gelegenheit, bei Markus Lanz reinzuschauen. Und dort war Gast Marcel Janssen, der mit 29 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat und gesagt hat, ich habe jetzt nichts mehr, worauf ich mich richtig freuen kann, und Geld genug verdient habe ich auch. Er hätte es nicht gemusst. Aber erst einmal ein Beispiel dafür, dass es eben auch Vorbilder, Gott sei Dank, gibt, vereinzelt gibt, die mal einen anderen Weg einschlagen. Und deswegen wäre meine Bitte und unsere herzliche Aufforderung, und hier heute, das ist ein erster Aufschlag in diesem Landtag, um alle, die hier sind, die Parteien, die Fraktionen, die Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Plenarsaal oder auch außerhalb, mit dieser Problematik und Thematik zu konfrontieren. Deswegen noch einmal meine herzliche Bitte und Aufforderung an die anderen Fraktionen, lasst uns das gemeinsam machen. Lasst uns gemeinsam, wenn es Fehlentwicklungen bei uns Erwachsenen, bei vermeintlichen oder eigentlich notwendigen Vorbildern gibt, darüber reden. Lasst uns offen darüber reden, dass die Frage der Beurteilung der Arbeit des US-amerikanischen Präsidenten Trump zwei Dimensionen hat, nämlich die eine Dimension, wo es um seine Politik geht, seine Steuerpolitik geht, seine Politik im Verhältnis zum Rest der Welt. Aber lass uns bitte auch darüber reden, dass dieser Präsident eine große Fehlleistung nach der anderen produziert hat, wenn es genau um das geht, worüber wir heute reden, nämlich Respekt. Respekt gegenüber Minderheiten, Respekt gegenüber Frauen. Das vermisse ich bei diesem Präsident. Und ich finde, das gehört weiter zu dieser Debatte. Aber das gehört nicht nur zu der großen globalen Debatte, sondern das gehört auch in die nationale Debatte. Und da könnte ich, wie gesagt, bei dem Sport anfangen. Wir hatten jüngst wieder zu Recht
erhebliche Streite, und ich hoffe, sie werden fortgesetzt, wenn es um die Frage des IOC geht, um mal beim Sport kurz zu bleiben. Wir waren am letzten Wochenende gemeinsam in der Paulskirche und haben mit den Schützen ihre Jubiläumsveranstaltung gefeiert. Ja, und wenn dann zum Schluss die Olympioniken auf die Bühne gerufen werden, geht mir das Herz auf. Ich denke Ihnen auch, wenn Sie so etwas sehen. Aber manche, die dort nicht stehen, weil sie nicht in die Medaillenränge geraten sind, tun mir auch leid, weil sie es deswegen nicht geschafft haben, weil es andere gibt, die mit unlauteren Mitteln und ohne Respekt vor der Leistung des anderen, der mit fairen und sauberen Mitteln arbeitet und Sport betreibt, eben nicht geschafft haben. Kurzum, wir haben Themen in allen gesellschaftlichen Bereichen, die mit dieser Frage zu tun haben. Und nicht zuletzt eben auch die Frage des respektvollen Umgangs hier im Landtag miteinander zu diskutieren. Da will ich ausdrücklich sagen, ja, wir werden weiter streiten. Und wer wäre ich denn, der nicht auch dafür steht, dass wir hier in der Vergangenheit immer wieder heftigste Auseinandersetzungen geführt haben. Aber lasst uns den Menschen da oben zeigen, dass dieser Streit Teil der demokratischen Auseinandersetzung, Streit um die bessere Lösung oder den besten Weg ist. Aber nichts zu tun hat mit Respektlosigkeit vor der Meinung des jeweils anderen. Dann wäre, ich glaube, der Hessische Landtag eben auch ein positives Vorbild in dieser Frage und könnte Signale nach außen setzen, die am Ende, ja, Herr Schäfer-Gümbel, die Frage des Budgets zweitrangig werden lassen. Dieses Budget hat etwas damit zu tun, dass wir möglichst viel kommunizieren müssen. Und das kann man nun mal nur mit Kollege viel Geld. Boddenberg, Sie müssen und das kann man Schluss nur, kommen. Wenn es alle mittragen. Und dann reden wir nicht über das Budget, sondern über, ich glaube, eine gemeinsame Aufgabe. Mein Eindruck ist, dass heute die meisten Redner davon gesprochen haben, dass das möglich ist. Wir laden Sie herzlich dazu ein und freuen uns darauf, wenn Sie den Taten denn auch folgen lassen. Taten folgen lassen, den Worten Taten folgen lassen. So war es richtig. Danke. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Wagner, Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Respekt scheint keine Selbstverständlichkeit mehr zu sein. Denn das Gegenteil von Respekt, Respektlosigkeit, zeigt sich in der jüngeren Vergangenheit immer öfter und droht zu einer Gefahr für den Zusammenhalt und für die Vielfalt unserer Gesellschaft zu werden. Aber nicht nur die Gewalt in Taten, auch die Gewalt in Worten nimmt weiter zu. Sie zeigt sich in einer von Hass und Hetze geprägten Sprache im Internet, in Mobbing an Schulen und am Arbeitsplatz und vielfach auch schon im alltäglichen Umgang miteinander. Deshalb hat die Landesregierung ein klares Zeichen gesetzt gegen Hass und Gewalt, für ein friedliches Zusammenleben und mehr Wertschätzung im Umgang miteinander. Das ist die Beschreibung der Respektkampagne der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen. Und ich verstehe nicht, warum hier einige Redner das in SPD-geführter Landesregierung gut finden, wenn es eine Respektkampagne gibt, aber wenn es eine schwarz-grün geführte Landesregierung machen, hier solche Reden halten, wie sie heute Vormittag gehalten wurden. Und die Tatsache, dass mehrere Landesregierungen das Thema Respekt in Kampagnen aufgreifen, könnte ja ein Hinweis sein, dass das Thema größer und bedeutender ist als manches, was heute hier debattiert wurde. Ja, klar ist es ein Aspekt von Respekt, wie die Abgeordneten in diesem Hause miteinander umgehen. Ja, natürlich ist es eine Frage des Ringens um die bessere Lösung im Hessischen Landtag. Aber, meine Damen und Herren, ist mit den Entwicklungen der letzten Monate in unserem Land das Thema Respekt nicht sehr viel grundsätzlicher aufgerufen als das, was hier teilweise heute diskutiert wurde? Wenn es um eine Respektkampagne der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen oder in Hessen geht, dann reden wir über den verloren gegangenen Respekt im Meinungsaustausch in den sozialen Medien. Es ist doch etwas qualitativ völlig anderes, ob ein Parlament um die richtige Lösung ringt oder ob in den sozialen Medien elementare Formen des menschlichen Umgangs und des Meinungsaustausches nicht mehr eingehalten werden. Darum geht es heute, wenn wir über Respekt reden. Es ist doch etwas viel Grundsätzlicheres aufgerufen, wenn die Vertreterinnen und Vertreter der Medien von einem Teil der Bevölkerung als Lügenpresse bezeichnet werden.
dann sind elementare Grundpfeiler unseres Rechtsstaats, elementare Grundpfeiler unserer Demokratie bedroht. Und dann ist es doch richtig, wenn eine Landesregierung ein Zeichen dagegen setzt und sagt, das ist kein Respekt, so soll es in unserem Land nicht sein, meine Damen und Herren. Es sind doch die grundsätzlichen Fragen aufgerufen, wenn einige, ich sage wenige Bürgerinnen und Bürger, die Institutionen unseres Staates infrage stellen, unsere verfassungsgemäße Ordnung infrage stellen, die den demokratischen Prozess an sich infrage stellen. Und hier ein Zeichen zu setzen, hier zu sagen, das ist nicht die Mehrheit, das ist die Minderheit, und es gibt in unserem Land ganz viele Menschen, die anderer Meinung sind, die anderes leben, die die Werte unserer Gesellschaft, unserer Verfassung leben. Das ist doch Aufgabe einer Landesregierung, und dabei sollten wir alle die Landesregierung unterstützen. Es macht sich doch bei einigen in unserer Bevölkerung die Haltung breit, Demokratie ist nur dann, wenn ich Recht bekomme. Aus dem großen Satz der Wendezeit, wir sind das Volk, ist doch für einige in unserer Gesellschaft geworden, ich bin das Volk, und ich bestimme, was der Volkeswille oder was auch immer in diesen kruden Begrifflichkeiten da gemacht werden. Und hier ein Zeichen zu setzen, dass es tagtäglich Menschen in unserem Land gibt, die etwas anderes leben, die Selbstlosigkeit leben, die Engagement für andere leben, die sich für die Meinungsfreiheit einsetzen, das ist doch der Gegenstand der Debatte, und das sollte doch bei allem Streit, den wir hier im Hessischen Landtag zu Recht haben, nicht aus dem Blick geraten, meine Damen und Herren. Und deshalb lassen Sie uns dieses gemeinsame Zeichen für Respekt setzen. Es geht um weit mehr mittlerweile in unserer Gesellschaft als die Frage, wie gehen wir hier im Landtag miteinander um, bei aller Bedeutung, die das natürlich hat. Aber wenn wir so tun, als ließe sich das gleichsetzen, die Probleme, die wir im Umgang hier vielleicht manchmal miteinander haben, unbestritten, gleichsetzen mit den Menschen, die Kollege Wagner, Sie müssen bitte zum die Medien als Lügenpresse bezeichnen, die die Institutionen unseres Landes infrage stellen, dann machen wir einen ganz fatalen Fehler, weil diesen Menschen müssen wir klar sagen, ihr seid außerhalb der Gesellschaft, und es ist nicht gleichzusetzen mit anderen Debatten, was diese Menschen tun, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für die FDP spricht Kollege Hahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie haben es ja in den Drucksachen des Hessischen Landtages erkennen können. Sie haben es auch in dem einen oder anderen Medium, z. B. in der Frankfurter Rundschau, nachlesen können, dass wir als Freie Demokraten mit einem gewissen Vorverständnis – das ist Neudeutsch für Vorurteil – mit einem gewissen Vorverständnis an diese Maßnahme herangegangen sind. Und ja, Herr Ministerpräsident, die Zahlen, die die Kollegen der Sozialdemokratie zitiert haben, sind zum Teil aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage, die ich zu Beginn dieses Jahres gestellt habe, und ich schaue gerade, die am 3. April von Ihrem Leiter der Staatskanzlei gezeichnet worden ist. Und ja, wir hatten das Vorverständnis und formulieren es auch noch einmal, dass es sich mehr um eine Kampagne handeln sollte, die ja so schön in die Kampagne der Landesregierung hereinpasst. Ich sehe gerade, dass der Finanzminister nicht anwesend ist, aber da haben wir ja nun öffentlichkeitsmäßig angelegte Kampagnen rund um die Uhr. Und der Wirtschafts- und Verkehrsminister übt sich ja auch immer mehr darin. Also irgendwie war es garantiert nicht Zufall, dass wir dieses Vorverständnis oder auch Vorurteil hatten. Aber ich will an dieser Stelle für die FDP-Fraktion in diesem Hause sagen, mit Ihrem Redebeitrag, Herr Ministerpräsident,
haben Sie uns überzeugt, dass wir jetzt vollkommen entspannt und hoffnungsfroh auf Ihre Taten warten. Vollkommen entspannt. Aber ich sage es noch einmal, damit das keiner überhört, hoffnungsfroh auf Ihre Taten warten. Und wir wollen da wirklich nicht rangehen, und das hat hier auch mein erster Redebeitrag schon gezeigt, und auch die öffentliche Diskussion, die wir geführt haben, indem wir uns jetzt wieder in dem Typischen verlieren, was dieses Haus ausmacht, nämlich in kleinkarierten Spiegelstrichen. Sehr verehrte Damen und Herren, ich habe gestern Morgen, als ich an meinen Schreibtisch ging, auf meinem Schreibtisch liegend eine sehr schöne Flasche Mar vom Riesling liegen gehabt. Die ist noch zu, Herr Kollege Boddenberg. Aller Respekt, die ist noch zu. Die der Präsident unseres Hauses, unser Präsident, mir hat überreichen lassen, weil ich vor wenigen Tagen meinen 30. Geburtstag im Hessischen Landtag gefeiert habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt viele Situationen in diesem Hause, in denen wir uns prügeln. Ich glaube, dass ich in den 30 Jahren auch nicht zu denjenigen gehört habe, die das Prügeln gelassen haben. Aber, und das sage ich jetzt sehr respektvoll, nehmen wir uns doch jetzt bitte einmal vor, den Ministerpräsidenten hoffnungsfroh ernst zu nehmen. Wir jedenfalls nehmen das Angebot an, auch wenn, Herr Schäfer-Gümbel, die Vorgeschichte eine andere gewesen ist. Und ich bin eigentlich noch einmal hier nach vorne gekommen, auch weil René Rock mich darum gebeten hat, um allen in diesem Hause zu sagen, jetzt gehen wir doch einmal respektvoll miteinander um. Und dazu gehört es auch, dass man vielleicht Startfehler ein bisschen übersieht. Wir Freie Demokraten sind jedenfalls bereit, bei dieser Kampagne mit vollem Herzen und voller Überzeugung mitzumachen. Wir warten nun auf die Einladung. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. 3:16 Minuten sind noch übrig. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ja, ich stimme dem Ministerpräsidenten zu, dass es nicht reicht, in Sonntagsreden über Respekt zu reden, sondern dass man Respekt leben muss. Und genau das vermisse ich seitens der Landesregierung in den Bereichen, wo Sie direkten Einfluss haben, wo Sie direkt etwas verändern könnten und wo Sie Respekt ganz bewusst leben könnten. Und da will ich nur nennen die Landesbeschäftigten. Nullrunden, Kürzungen, die längste Arbeitszeit bei den Beamtinnen und Beamten. Meine Damen und Herren, das ist kein Ausdruck von Wertschätzung. Das ist kein Ausdruck von Respekt gegenüber den Beschäftigten, wenn man eine solche Personalpolitik macht. Aber auch gegenüber Menschen, die hier Schutz suchen. Eine Schülerin aus der Schule heraus abzuschieben, einen Patienten aus der Psychiatrie abzuschieben, Menschen in Kriegsgebiete abzuschieben, meine Damen und Herren, das hat doch mit Respekt, mit Menschlichkeit nichts zu tun. Und auch im Umgang mit der Opposition würde ich gerne die Frage von Respekt ansprechen. Und da will ich jetzt gar nicht über den NSU-Untersuchungsausschuss reden, das wäre ein eigenes Thema. Aber, Herr Ministerpräsident, Sie haben gesagt, die Opposition sollte sich doch dazu durchringen, diese Kampagne zu unterstützen und Gemeinsamkeiten zu betonen. Herr Ministerpräsident, ich möchte Sie erinnern an das letzte Plenum. Da hatten die SPD, die FDP und wir als LINKE einen Antrag eingebracht, in dem wurde die Freilassung des Journalisten Dennis Yücel gefordert. Wir haben heute den Tag der Pressefreiheit. Der aus Hessen stammende Journalist Dennis Yücel sitzt seit Wochen in der Türkei in Haft. Herr Ministerpräsident, diesen Antrag haben Sie abgelehnt. Sie haben sich nicht enthalten. Sie haben gegen einen Antrag gestimmt der Opposition, der gefordert hat, dass Dennis Yücel freigelassen werden muss. Und, Herr Ministerpräsident, wer so etwas tut, der soll sich doch bitte hier nicht hinstellen und irgendwas von Gemeinsamkeiten erzählen, die Sie hier betonen wollen. Der Wiesbadener Kurier hat damals einen, finde ich, sehr guten Kommentar dazu geschrieben. Er schrieb, Schwarz-Grün habe damit erneut ihren notorischen Starrsinn unter Beweis gestellt. Und ich zitiere den Wiesbadener Kurier wörtlich.
Die GRÜNEN heben die linke Faust in der Tasche, fügsam die rechte Hand zum Treueschwur. Gleich im Anschluss verabschiedet der Landtag übrigens einen Antrag der Kollege Bellino, es gehört auch zum Respekt, dass man die Rednerin ausreden lässt. Ja, Herr Bellino, ich habe auch den Eindruck, das Jahr des Respekts haben Sie noch nicht verinnerlicht, wenn ich mir angucke, wie Sie sich hier auch wieder verhalten. Das Zitat will ich noch beenden. Gleich im Anschluss verabschiedet der Landtag übrigens einen Antrag der Koalitionsfraktionen, in dem die Freilassung Yücels gefordert wird, mit Stimmen auch von SPD, FDP und LINKE. So geht Parlament, Zitat Wiesbadener Kurier. Und deshalb, Herr Ministerpräsident, wer es nicht über sich bringt, einem Oppositionsantrag zuzustimmen, der die Freilassung eines zu Unrecht inhaftierten Journalisten in der Türkei fordert, der sollte sich Kollegin, nicht hier hinstellen und so tun, als würden wir uns Gemeinsamkeiten verweigern. Vielen Dank. Kolleginnen und Kollegen, ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Über den Antrag soll abgestimmt werden. Ist das richtig? Gut. Dann lasse ich abstimmen über Kollege Rudolph zur Geschäftsordnung. Drei getrennt abzustimmen. Moment. Ich habe es verstanden. Gut, Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir zur Abstimmung. Dann lasse ich zunächst abstimmen über die Ziffern 1, 2 und 4 der Vorlage 4826 aus 19. Wer den Ziffern 1, 2 und 4 seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen. Das ist die Fraktion der LINKEN. Enthaltungen. Das sind die Fraktionen von SPD und FDP. Damit sind die Ziffern 1, 2 und 4 angenommen. Dann lasse ich abstimmen über die Ziffer 3. Wer ihr seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind alle Fraktionen im Haus. Damit ist die Ziffer 3 von allen Fraktionen angenommen und der Antrag insgesamt. Kolleginnen und Kollegen,